Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Minecraft Attack. Ich habe letzte Folge gesagt, ich wollte eigentlich ein bisschen aufgeben, Source und Farmer, aber ich mache heute wieder eine Doppelfolge. Weil wir sie so letzte Folge eigentlich nichts geschafft haben und ich wollte ein bisschen Butter ein bisschen anfangen zu dekorieren. Und deswegen einfach heute eine Doppelfolge einfach. Ja. Warum? Gut, das war's eigentlich schon von Source und Farm. Und ich, ja, okay. Ich bring kurz mal die Lava und dann. Und hier schon back am Start hier. Und ja. Jetzt wollen wir mit dem ist aggressiv auf mich. Hi. Ist er aggressiv? Nö, selbst. Dann freut mich das, dann freut mich das, dann freut mich das. Ich werde ein bisschen hier so ein paar aus den Dinger jetzt platzieren, so halt, ne? Ich glaube, wir sind so typisch für Nether halt. Und noch so einer. Oh, da fällt noch irgendwo. So einer. Können wir noch ein bisschen Dingens platzieren. Ein paar Dingens. Sag schon. Lava, ich war noch total in der Rolle. Naja. So, hier kommen wir noch einer hin. Hey, kann ich. Oh, ich kann hier. Oh. Wie ärgerlich. Och. Muss das sein? Das regt nur auf. Eine Kacke. Mann, oh. Naja. Muss ich halt durch. Ich hätte mal gerne, dass ich so ein Ohren platzieren soll. Wenn es nicht so eintönig wird. So einer hier. Noch so einer. So. Hier noch einer ist O. Ja. Schon mal nicht schlecht aus, dann kommt es wahrscheinlich noch so. So, die so ein bisschen entfernen hier, so also ein kleines Bild hier. Was hier. Die Art hier runterführt, die kommen jetzt beim Bock immer weg. So. Dann müssen wir warten. Ach, ist das ärgerlich. Alles ärgerlich heute. Also, ein paar Wege hier so. Ich habe keine Ahnung. 13. 12. So ein paar Ecken. Die sieht irgendwie ganz cool aus. Ach, hier kann ich ein bisschen was machen hier. Ja, schon. Ach komm, ist egal. So. So einer. So. So. Hier so einer. Aha. So einer. Und ja, wenn noch ein bisschen. Sieht wirklich gut aus hier, so, ne? Naja. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ich kann mich jetzt schon ziemlich diese Fenster hier weg. Aussieht, als würde hier Gras sein. Und ja, sieht schon mal ganz schlecht, war nicht so schlecht aus. Die müssen wir das alles noch mit Lava machen. Ah, das kommt halt alles noch. Und ja, also wir sind schon fertig mit den Dekorieren, kleinen Mini-Screenshot hier machen. So. Und ja. Ich glaube, ich brauche noch ein Screenshot von der nächsten Level, von der letzten Folge, glaube ich. Vielleicht was hier ein bisschen so, weil wir ja den Brief geschrieben haben. Ich bin ja kurz vor den Kämpfen. Und ja, heute ist auch Folge 60. Und bleib mal noch eine kleine Stadt rund, ich weiß nicht, ich habe nicht so viel getan. Was hier hängen soll. Aber ich glaube, ich brauche trotzdem eine kleine Stadttour. So eine kleine Mini-Stadttour.
den Rest der Zeit. Haus von Igitt habe ich schon ziemlich oft gesehen, aber ich weiß nicht. Hat ja noch was gemacht hier. Aber nicht. Ich dachte ein Weizenraum hier. Ja, auch noch mal ein bisschen geholfen hier. Ah, das sieht schon ganz cool aus. Aber ich glaube, es ist auch nicht so viel passiert. Ein Weizenraum nochmal da. Und da war ich schon oft gesehen. Der Autoscooter hier unten. Ich glaube, das ist gleich weg. Das ist auch nicht so spektakulär, dann fliegt er lieber raus. Aber mit dem Booten fahren können, also das funktioniert sowieso ein bisschen schlecht so. Weil die Boote halt extrem unkontrolliert einfach sind und sehr schwer zu kontrollieren. Ich glaube, hier war ja die Zuckerrohrfarm. Genau, hier kann sie alle abwenden. Jetzt gucken wir da rein, das ist ziemlich cool. Hier Martin Storms Wasserrad hier. Und Nekrugs Haus. Also ich war auch schon ewig nicht mehr online, Nekrug. Glaube ich. Auch nicht mal so viel gemacht. Das sah gerade ja ganz cool aus, als man Zombie-Villager. Das Haus hier von Martin Storms. Ziemlich nice. Der Markt hier, der Villager-Markt, beziehungsweise der Weihnachtsmarkt. Da kommt auch noch einen kleinen Stand hier hin, irgendwo. Ja, da ist der Taverne da und dann das altes Haus. Hier im Stadtportal hier. Jetzt war ganz cool. Und ja, wir kommen jetzt hier hin. Da ist noch Martin Stones Monkeys Haus. So. Oder kommen wir gar nicht so rein hier. Genau. Ich kann ein bisschen von außen zeigen hier. Ein kleiner Teich hier. Zuckerrohr. Sein Haus. War auch noch drin mit dem Lager da unten auch. Der Briefkasten ist noch drin. Ja, so ein Wasserwohner. Zombie. Hier kleine Pyramide. Ja. Ich weiß, was sind hier? Strings. Hier, Dorf von Richard Fanboy, das glaube ich gemacht. Nicht funktioniert. Das Haus von Dallahead. Meine Sandfarm, meine ehemalige Sandfarm. Jo. Das ist cool. Ach ja, das war so eine Sache. Kollision, vielleicht ist ein bisschen mehr zeigen, die noch ein bisschen hochgehen. Dann werden hier die Kämpfe ausgetragen, hier bald. Wo wir auch mitmachen wollen. Die sieht auf jeden Fall sehr, sehr gigantisch aus hier. Und ja. Also gibt es sonst noch was zu zeigen? Ich glaube nicht. Nö, ich glaube sonst nichts. Wie gesagt, noch der Baum hier von Martin Storms und der ehemalige Flug, Elytra Flug, Dingsbums. Der Launcher. Das sind ja auch nicht mehr kaputt gesprengt. Und was ist denn hier hin? Ach, hier ist das von Igitt, genau, stimmt. Hab ich gesehen. Hamburger Tor. Ganz cool. Und ja. Das wäre eigentlich schon gewesen von der Folge. Aber am Ende der heutigen Stadtrundtour. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine gute Bewertung da. Abo nicht vergessen und tschüss.